das Video anklicken, dann auf Effekte, Zeit und Welt zeitlich abstufen, Framerate 12. Als nächstes Zeit und wählt Zeitdehnung. Hier auf 70%. Dann auf Effekte, Farbkorrektur und wählt Schwarz und Weiß. Wieder auf Effekte, Rauschen und Korn hinzufügen. Ansichtsmodus, Endausgabe. Intensität 2. Als nächstes eine Farbfläche erstellen und einfügen. Effekte, Rauschen und Korn und wählt Fraktales Rauschen. Kontrast 350 und Helligkeit minus 160. Bei Evolution zur Stoppuhr. Die Alt-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und einmal mit der linken Maustaste anklicken. Time mal 2000. Bei dem Effekt möchte ich noch Streifen hinzufügen, die Farbfläche duplizieren. Transformieren. Und gleichförmiges Skalieren deaktivieren. Skalierungsbreite 1. Skalierungshöhe 9000. Die Farbflächen aufaddieren. Als nächstes eine schwarze Farbfläche einfügen. Das Ellipse-Werkzeug wählen. Und Doppelklick. Maske auf Subtrahieren. Weiche Maskenkante 600. Zum Schluss habe ich noch einen Flicker-Effekt hinzugefügt. Bei dem Video auf Transformieren und die Deckkraft aktivieren. Dann geht ihr bis zum Ende des Videos und erstellt einen Keyframe. Beide Keyframes anwählen. Dann auf Verwackeln. Häufigkeit 10. Und Stärke 200. Dann auf Anwenden. Wenn ihr die weißen Punkte und Streifen in schwarzer Farbe möchtet, klickt ihr die Farbflächen an. Effekte, Farbkorrektur und wählt CC Toner. Midtones, Schwarz und Shadows im grauen Bereich. Die Füllmethode auf Überlagern. Oder ihr könnt auch weiches Licht benutzen. Anstatt Schwarz und Weiß könnt ihr eurem Video auch einen anderen Look geben. Einfach mit den Einstellungen rumprobieren. Das war's mit dem Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen und Servus.